Hallo Outdoor-Gear-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adventure Trails. Ja, heute mal wieder mit dem Thema Erste Hilfe. Und im ersten Erste-Hilfe-Video haben wir uns da mit dem Thema beschäftigt, welches ist das richtige Erste-Hilfe-Set, worauf muss ich achten, wenn ich mir so ein Erste-Hilfe-Set kaufe. Und wer das noch nicht gesehen hat, kann einfach mal hier oben reinklicken, beziehungsweise da reinklicken und kann sich das Video erstmal anschauen. Ja, und im heutigen Video geht es darum, welche Ausrüstung sollte ich dabei haben, was so die Basic-Füllung für mein Erste-Hilfe-Set, und die schauen wir uns heute einfach mal an. Im ersten Video haben wir ja so ein bisschen drüber geredet, das Ganze ein bisschen ja individuell zu sehen und so ein bisschen einzuteilen. Bin ich eher im Bushcraft-Bereich unterwegs, mache ich eine Mehrtageswanderung, Trekkingtour oder mache ich vielleicht nur einen kleinen Spaziergang, eine kleine Wanderung im Wald. Trotzdem haben alle diese drei Sets eins gemeinsam, einen kleinen Grundstock von so einer Minimalausrüstung, also dieser Basic-Ausrüstung. Und hier ist der erste Punkt ganz wichtig, der Eigenschutz. Ja, und hier haben wir den ersten Gegenstand, die Erste-Hilfe-Handschuhe oder Einweghandschuhe. Die gibt es in verschiedenen Farben, die gibt es in rosa, in schwarz, in blau, in weiß, in grün. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Die gibt es gepudert und ungepudert. Das ist noch ein wichtiger Hinweis, weil manche Allergiker vertragen das nicht. In Erste-Hilfe-Sets oft in so Tütchen verpackt. Und ja, hier das sind jetzt so das Modell Erste-Hilfe für jedermann. Die sind hypoallergen. Allerdings schwitzt man diesen Handschuhen dann noch unheimlich und deswegen bin ich kein großer Freund von denen. Aber besser wie keine Handschuhe zu haben. Die Handschuhe dienen halt als Schutz, einmal vor sich, vor den Körperflüssigkeiten, vor der Person, die ich Erste Hilfe leiste, aber auch um die Wunde der Person nicht zu verunreinigen. Und daher immer Gebot, versucht immer, wenn möglich, Erste Hilfe Handschuhe zu tragen, beziehungsweise Einweghandschuhe zu tragen. Der nächste Gegenstand auf unserer Liste ist so eine Kleider- oder Verbandsschere. Hiermit kann ich Verband zurechtschneiden, wenn ich das muss. Ich kann aber auch mal so eine Hose ein bisschen mit aufschneiden mit so einer Schere hier, um an eine Verletzung dran zu kommen. Ich finde, ist immer ein ja, wichtiger Gegenstand. Viele sagen, die lasse ich raus aus meinem Gepäck. Gepäck ist ein gutes Stichwort bei der Schere. Denkt dran, wenn ihr verreist, also nicht nur hier mit diesem Gepäck unterwegs seid, sondern eine Flugreise macht. Viele haben ihr Erste-Hilfe-Set im Handgepäck. Und diese Schere ist im Handgepäck nicht erlaubt. Die müsste man praktisch rausräumen, in ihr große Gepäck räumen und kann die dann nachher wieder zurückräumen. Aber denkt bitte dran, sonst ist sie an der Flugkontrolle weg. Und damit kommen wir auch schon zum dritten Gegenstand auf unserer Liste. Das ist der sogenannte Wundschnellverband oder auch umgangssprachlich Pflaster. Jetzt wird der eine oder andere sagen, warum denn Pflaster? Ganz einfach, damit stoppe ich keine großen Blutungen, da habt ihr recht, aber mit Pflastern kann ich einfach mal eine Wunde irgendwo, einen kleinen Piez abdecken, kann den sauber halten, dann nicht noch mehr Dreck reinkommt, sich das Ganze entzündet. Ich kann irgendwo Salbe auftragen und wicke da ein Pflaster drum, dass ich mir mit der Salbe nicht alles versauere oder auch mit dem, wenn es ein bisschen blutet, mit dem Blut nicht alles versauere. Des Weiteren bei Kindern ganz wichtig, Pflaster aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn die sich mal irgendwo eine kleine Dorne geholt haben oder so draußen und ihr macht mal ein Pflaster drüber, dass man diese kleine Schramme nicht mehr sieht, dann ist das aus den Augen, aus dem Sinn und nur halb so schlimm noch die Verletzung. Und auch noch Pflaster als Polster genutzt, gerade die Pflaster hier. Wenn ihr lange unterwegs seid, vielleicht kriegt ihr irgendwo Druckstellen oder so, dann hilft auch schon mal so ein Pflaster einfach als Druckpolster. Und hier auch noch ein Tipp. Wenn ihr wirklich mal lange Wanderungen macht, Trekkingtouren macht, nehmt euch vorsorglich einfach mal noch so ein paar Blasenpflaster mit. Gerade bei Leuten, die dazu neigen, Blasen zu bekommen, sollten sich immer mal noch ein paar Blasenpflaster mitnehmen. Vielleicht noch zum Thema Pflaster ein abschließendes Wort. Bei Pflastern, ich habe auch noch gerne auf Touren, längeren Touren oder auch so Trekkingtouren immer mal noch so kleine Klammerpflaster dabei. Wenn man sich wirklich mal irgendwo vielleicht eine kleine Pizza holt, die aufklafft, kann man die damit schnell zumachen und ja, die damit auch schon die eine oder andere Platzwunde versorgen. Da kommen wir auch schon zum vierten Gegenstand, die Rettungsdecke. Ein immer wieder unterschätzter Gegenstand im Erste-Hilfe-Set. Die gibt es als Einweg, die gibt es ein bisschen robuster oder als Mehrwegdecke. Diese Mehrwegdecke, die habe ich zum Beispiel immer im Rucksack dabei, als Wetterschutz oder ähnliches. Wenn ich mich mal verlaufe und die Nacht bricht ein, wird dunkel, kann ich mich hier immer noch ein bisschen mit wärmen. Ich kann mich hier vor plötzlich hereinbrechendem schlechten Wetter schützen. Ja, und ansonsten hier halt im Erste-Hilfe-Set immer noch eine Einweg-Variante dabei. Und ein wirklich unterschätzter Gegenstand. Denn gerade die Sachen wie Wärmehaushalt, die Blutgerinnung und auch der Schock, die spielen sehr eng miteinander zusammen und die brauche ich zur Bekämpfung immer diese Decken hier. Und der Wärmehalt ist da immer ganz, ganz wichtig bei verletzten Personen. Hier noch vielleicht ein kleines, ja, anderes Gimmick habe ich einfach mal noch mitgebracht. Das ist eine militärische Rettungsdecke. Die hat auch Ösen, die kann man als Zarpe nutzen. Die hatte ich, glaube ich, im anderen Video schon mal und die ist halt auf einer Seite auch nochmal ja, bedampft mit so einer Silberbedampfung, um Wärme zu reflektieren. Und die habe ich meistens eher dabei im Rucksack als Unterlage vom Zelt oder für den Zeltboden, beziehungsweise halt, wenn wir draußen übernachten, halt als Unterlage irgendwo im Lager, wenn wir auf dem Boden schlafen, für unter der Isomatte. Schützt die Isomatte und reflektiert immer noch mal ein bisschen Wärme.
Der nächste Gegenstand dreht sich um unsere ungebetenen Gäste. Ihr seht hier schon Zecken, Zangen und Pinzetten. Die Zecken oder auch Holzböcke genannt. Bei uns in der Region können die Borreliose und FSME übertragen. Und man hat herausgefunden, wenn man diese Tierchen schnell entfernt, ist die Übertragungswahrscheinlichkeit geringer. Und hier sollte man das richtige Werkzeug in der Hand haben, aber auch das richtige Werkzeug, was einem gefällt, beziehungsweise mit dem man klarkommt. Ja, zur Entfernung gibt es einmal diese Zeckenhaken, wobei ich da kein großer Freund von bin. Dann solche Zeckenpinzetten, die aber allerdings nur für eher größere Tierchen geeignet sind, wie in der dicken Aufnahme. Dann haben wir hier noch eine Zeckenkarte und zu guter Letzt mein Favorit, die Zeckenpinzette oder eine schöne chirurgische Pinzette. Mit der kann ich vorne die kleinen Nymphen gut greifen, sie entfernen. Ich kann größere Tiere damit wegmachen und zusätzlich kann ich hiermit auch Schleiter oder Splitter entfernen. Und finde, so hat man einen guten Gegenstand, der nicht allzu schwer ist, den man mitführen kann. Prinzipiell muss man aber sagen, jeder sollte das benutzen, mit dem er klarkommt und was er favorisiert. Ja, und als nächstes kommen wir zu einem der wichtigsten Bestandteile, das ist unser Verbandsmaterial. Ich sage immer so, der Basic, der Grundstock sollten zwei sterile Wundkompressen sein oder Wundauflagen sein, ein Verbandspäckchen, ein großes, und eine Mullkompresse, die verpackt ist. Und somit habe ich auch das Material für einen normalen Verband zu machen, aber auch einen Druckverband anzulegen. Und das ist mit eins der initialsten Sachen in so einem Erste-Hilfe-Set und sollte immer dabei sein. Um unser Verbandsmaterial dann noch zu ergänzen, empfehle ich immer noch ein Dreieckstuch. Dieses Dreieckstuch kann ich nutzen, um zum Beispiel einen Arm einzupacken. Oder ich kann damit eine Hand verbinden, ich kann damit einen Kopfverband anlegen. Also kann halt in vielen verschiedenen Situationen nutzen, um großflächig was zu verpacken. Und hier so ein kompakt eingepacktes, großes, steriles oder sauberes Verbandstuch noch, was ich dann irgendwo für größere Stellen abzudecken nutzen kann. Ja, und das war jetzt auch schon unser Basic-Material. Wenn man das ordentlich packt, passt das dann super in so eine kleine Tasche hier. Und so eine Tasche ist wirklich nicht so platzverschwenderisch. Die passt auch in so eine Seitentasche. Und man kann damit rumlaufen, also ihr seht, das nimmt nicht viel Platz in eurer Ausrüstung weg. Und jetzt will ich noch so ein paar Sachen zeigen, die vielleicht ergänzend ganz sinnig wären in eurer Ausrüstung. Jetzt sind wir mit dem Basic-Grundstoff durch und jetzt wollen wir so ein bisschen die erweiterte Ausrüstung uns anschauen. Das passt natürlich hier nicht mehr in so ein kleines Erste-Hilfe-Set, das ist ein sogenannter Sam-Splint. Das ist praktisch eine Schiene, da ist eine Aluschiene drin, die ich zurecht formen und biegen kann. Ich kann hier einen Arm anpassen, ich kann die hier um Fußgelenk zu schienen nutzen. Empfehle ich halt bei Leuten, die gerade im Gebirge unterwegs sind, im Bergsportbereich vielleicht, die mit viel Gepäck unterwegs sind und abseits von Hilfe sind, falls die mal umknicken, um ihren Fuß zu stabilisieren. Und hier so eine elastische Binde, die ist auch selbst halten. Damit kann ich die Schiene praktisch fixieren und kann damit eine Stützung an der Schiene vornehmen. Wichtig, die passt halt in so ein Erste-Hilfe-Set, aber so ein Sam-Splint, wenn man den dünn zusammen macht, passt der hinten in den Rückenteil vom Rucksack rein und verschwindet da schön und ist im Notfall griffbereit. Das nächste Gadget, was ich euch so ein bisschen zeigen will, ist so ein kleiner Spiegel hier, der ist jetzt auf so einem Waschset. Die gibt es auch als Signalspiegel, super cool, um im Gebirge vielleicht Hilfe beizurufen, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber hier der jetzt in dem Fall eher dafür gedacht, für wenn ich mich mal im Kopf verletzt habe, kann ich in diesem Spiegel schauen und kann selber sehen, wo ist es, wenn ich alleine unterwegs bin, um mir da selber eine Kompresse drauf zu drücken oder so. Und von daher auch nicht verkehrt und gerade so ein kleiner Plastikspiegel hier nimmt nicht viel Gewicht weg. Das nächste ist ein sogenannter Face Shield. Das ist auch so ein kleines, eine CPR-Maske, ist halt zur Wiederbelebung, Mund-zu-Mund-Beatmung. Viele ekeln sich davor und man muss sich auch vorstellen, bei so einer Wiederbelebung, da liegt vielleicht jemand Fremdes. Da kommt Erbrochenes hoch, da ist Blut im Spiel und hier ist so eine Maske, die kann ich dem Verunfallten bzw. dem Hilfsbedürftigen aufs Gesicht legen. Ist nochmal verpackt und nochmal verpackt und nochmal verpackt. Und hier ist eine kleine Maske drin mit so einem Atemventil. Die kann ich dem Hilfsbedürftigen aufs Gesicht legen. Hier sind zwei Gummizüge dran, für festzumachen und kann dann hier durch den Filter Mund-zu-Mund-Beatmung machen, ohne direkten Kontakt mit der Person zu haben. Dann als vorletzter Gegenstand noch eine Israeli Bandage, also ein militärischer Verband, Schnellverband. Der ist schon fertig aufgebaut, den kann ich als Druckverband nutzen, damit kann ich auch mal zur Not was abbinden. Und empfehle ich halt für die Leute, die wirklich alleine im Wald unterwegs sind, die aber trotzdem mit Axt, mit Messern schaffen draußen. Und gerade für die, wenn die sich selbst verletzen, können die sich hiermit schnell selber sogar noch mit einer Hand einen Verband anlegen, sogar einen Druckverband machen, ohne dass sie fremde Hilfe brauchen dafür.
Und von daher, ja, finde ich gerade aus dem militärischen Bereich einer der wenigen Gegenstände, die auch im Outdoor-Bereich Sinn machen. Zu guter Letzt noch ein Gegenstand, Desinfektion. Aber bitte Vorsicht hier, in der ersten Hilfe ist die Desinfektion eigentlich gar nicht vorgesehen und auch nicht erforderlich. Allerdings gehe ich hier immer von aus, dass in diesen Videos Leute dabei sind, die vielleicht wirklich lange Wanderungen machen, die lange unterwegs sind, vielleicht auch mal ein paar Tage unterwegs sind, bis sie zum nächsten Arzt kommen. Und dann macht natürlich auch hier sowas Sinn, mal was zu desinfizieren, wo ich mir eine Zecke gezogen habe danach, vielleicht irgendwo Splitter drin hatte, wo sich was entzündet hat, Blasen oder so. Die kann ich halt mit so Alkoholtüchern oder sowas der Entzündung entgegenwirken und behandeln. Trotzdem, gerade wenn ihr auf langen Reisen seid, ist das hier eher was für eure Reiseapotheke. Das können wir mal als gesondertes Thema behandeln, wenn ihr wollt. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, habe euch so einen kleinen Anreiz gegeben. Ich würde mich über viele, viele Kommentare von euch freuen. Vor allem auch, was würdet ihr denn gerne im Punkto Erste Hilfe mal sehen? Was soll ich euch zeigen? Was soll ich euch vorführen? Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, war schön, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal, euer Sebastian von Adventure Trails. Tschüss!